Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks von und mit Dr. Maria Hoffacker. In diesem Podcast erfährst du, wie du Kopf, Herz und Bauch richtig fütterst, sodass sie zu deinem inneren Power-Team werden, mit dem du alles erreichen kannst. Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Heute geht es um Beziehungen und den Aufbau von Beziehungen, vor allen Dingen den Aufbau von guten Arbeitsbeziehungen. Wir wissen ja alle, die Beziehungen unseres Lebens bestimmen auch die Qualität unseres Lebens. Deswegen finde ich das logischerweise ein sehr wichtiges Thema, wie wir da unsere Gehirne vernetzen und ob diese Vernetzung überhaupt passt. Und ich habe mir einen Fachmann eingeladen, den Daniel Wolf. Ich begrüße Daniel ganz herzlich. Und er hat eine Agentur gegründet, die DWWA, eine Personalberatung, die fair und nachhaltig ist. Und DWWA, eigentlich müsste man sagen, DWWA, weil es Don't Work with Assholes heißt. Und ja, Daniel, da musst du uns natürlich wesentlich mehr jetzt darüber verraten, wie ihr auf die Idee gekommen seid, du und dein Partner, diese Personalberatung zu gründen. Aber vorher möchte ich natürlich gerne wissen, wer du bist und wo du gerade bist und ja, wie du auf diese Idee gekommen bist oder ob du schon Erfahrung vorher in der Personalberatung hattest. Ja, vielen Dank für die Einladung, Maria. Mhm. Ich bin Daniel, 35, komme aus dem Ruhrpott. Wohne jetzt aktuell mit meiner Frau in Krefeld und bin einer der beiden Gründer von DWWA. Und wir haben letztes Jahr gemeinsam eine nachhaltige Personalberatung gegründet. Einfach mit dem Ziel, das Business nachhaltiger, besser, fairer und transparenter zu machen, als es viele andere machen. Ja, es gibt ja ganz viele Personalberatungen und logischerweise haben nicht alle die besten Erfahrungen mit Personalberatungen. Das Image ist ja nur so, Headhunter wird man ja auch so ein bisschen mit assoziieren, ne? Aber ihr habt beide, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon vorher Erfahrung in der Personalberatung gehabt, ne? Richtig, genau. Ich habe IT-Recruiting gemacht bei einem großen Konzern in der Vergangenheit und mein Partner war 5 Jahre in einer Interims-Personalberatung. Und zuletzt dort Managing Partner. Das heißt, wir kennen beide die Branche, wissen, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert und wie man es besser macht. Und wir haben DWWA aus einer Art Wut heraus gegründet letztes Jahr, weil wir einfach gemerkt haben, dass da vieles im Argen liegt, viel schief läuft, gerade in der Kommunikation mit den KandidatInnen als auch mit den Unternehmen. Mhm. Und wir haben das Ganze versucht mit 4 Werten, die unsere Philosophie widerspiegeln, zu versehen. Das heißt, Verbindlichkeit ist uns wichtig, das Verständnis, das Vertrauen und die Transparenz, das sind unsere Werte, für die wir stehen. Mhm. Und das versuchen wir quasi in das Business hineinzubringen, mit dem Ziel, einfach coole Typen mit guten Unternehmen zusammenzubringen. Klingt richtig gut. Ja, und was hat euch konkret jetzt so wütend gemacht, dass ihr sagt, so, ihr macht jetzt mal was anderes, gründet selbst? Ja, das lässt sich auch wieder aufhängen an unserer Philosophie, wie wir arbeiten. Mhm. Weil oft ist es so, man meldet sich bei einer Personalberatung, erhält oft im Zweifel einfach gar keine Rückmeldung, weiß nicht, wie die Prozesse dort sind. Das heißt, wir versuchen einfach verbindlich zu sein, heißt in der Kommunikation mit dem Kandidaten auch als auch mit dem Unternehmen. Wir vereinbaren einfach feste Zeitfenster, wo wir uns melden und jeder Kandidat, Kandidatin, die mit uns arbeitet, weiß, wie der aktuelle Stand ist, wo sie vorgestellt ist und wie aktuell der Prozess läuft. Das heißt, uns ist das Vertrauen einfach dort wichtig in der Zusammenarbeit mit den KandidatInnen und wir wollen einfach sehr fair und transparent sein. Mhm. Und was macht euch genau nachhaltig? Also ihr sagt ja, klar, jeder will nicht unbedingt mit jedem arbeiten, es soll fair und nachhaltig zugehen. Ihr seid halt eine andere Personalberatung. Was ist genau jetzt auch das Nachhaltige daran? Ja, dadurch, dass wir uns letztes Jahr im September erst gegründet haben, mitten in der Corona-Zeit, konnten wir einfach alle Prozesse im Unternehmen nachhaltig aufsetzen. Wir haben das auf 3 Säulen gestellt. Das ist natürlich erstmal das nachhaltige Recruiting. Bedeutet, dass wir da einfach auch einen menschlichen Fit herstellen wollen. Das heißt, wir vergleichen nicht nur im Lebenslauf die Skills,
mit den Anforderungen des Unternehmens, sondern schauen auch einfach, dass es dort menschlich passt, dass derjenige einfach in ein gutes Umfeld kommt und der oder diejenige dann auch ins Unternehmen passt. Und wir beschäftigen uns einfach ja auch mit dem Menschen intensiver, tauschen uns aus, nehmen uns Zeit. Das sind einfach viele, viele Punkte, die wir ja kritisiert haben in der Vergangenheit, was einfach nicht passiert. Und wir nehmen uns mehr Zeit einfach in der Kandidatenkommunikation, um wirklich zu verstehen, wie der Mensch tickt und wo auch einfach ein guter Fit zu einem Unternehmen sein könnte. Und dann natürlich die nachhaltige Wertschöpfung. Also uns ist wichtig, mit wem wir arbeiten. Mhm. Zum Beispiel haben wir unseren Zahlungsanbieter, die GLS Bank, einfach sehr bewusst ausgewählt als Nachhaltigkeitsbank, weil wir natürlich möchten, dass das Geld, was wir erwirtschaften, einfach gut verwendet wird. Mhm. Und der dritte Punkt ist natürlich auch das nachhaltige Wirtschaften. Wir streben nicht an, nach einem maximalen Shareholder Value zu arbeiten, sondern geben auch 10% von unserem Umsatz, den wir erwirtschaften, in soziale und nachhaltige Projekte. Wow. Und die sucht ihr auch nach entsprechenden Daten aus oder macht ihr das auch mit den Kandidaten oder Kandidatinnen gemeinsam? Hm. Richtig, am Ende des Prozesses, wenn wir eine Kandidatin oder Kandidaten vermittelt haben, fließen 10% von unserem Umsatz, also tatsächlich Umsatz, das ist nicht gerade wenig, in unserem Bereich, in soziale Projekte, und das entscheiden wir dann mit dem Unternehmen als auch mit der Kandidatin oder dem Kandidaten gemeinsam. Also das heißt, auch darüber gibt es eine entsprechende Kommunikation, und dann ist also quasi Nachhaltigkeit sowohl gegenüber dem Unternehmen, mit dem dann im Endeffekt ja oder wo die Kandidatin oder der Kandidat dann sozusagen ins Team integriert wird, als auch mit dem Betreffenden, der Betreffenden selbst, dann die Kommunikation auch auf der Ebene noch da. Ne? Richtig, genau. Wir haben das auch, unsere Partner einfach auch nach unseren Werten ausgewählt. Das heißt, da sind verschiedene Partner aus sozialen Bereichen, die sich mit dem Thema Integration in den Arbeitsmarkt beschäftigen, mit dem Thema Diversity, Umweltschutz. Das sind alles Themen, die uns wichtig sind. Und da haben wir uns einfach gezielt Partner ausgesucht, mit denen wir arbeiten. Mhm. Und dort schlagen wir quasi die verschiedenen Partner den Unternehmen als auch den Kandidatinnen vor und entscheiden dann gemeinsam, wo das Geld hinfließt. Das hört sich sehr gut an. Und ihr habt ja, das ist ja auch mutig, einfach in der Pandemie zu gründen sozusagen, ne? Also wirklich mittendrin, wo so ein bisschen gegenläufig, würde ich jetzt mal sagen, gegenüber dem, was alles ja nicht funktioniert mehr, seitdem wir Covid-19 hier haben. Und die Frage war für mich noch, warum habt ihr das jetzt gerade da gemacht, beziehungsweise war dann einfach die Zeit reif für euch, das dann zu tun? Ja, also gerade im letzten Jahr haben wir einfach gemerkt, wie viele Unternehmen ticken. Mhm. Und ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das war so eine Art, aus einer Art Wut heraus haben wir das Unternehmen gegründet, weil wir einfach gemerkt haben, dass vieles da nicht richtig läuft und wir einfach das Business nachhaltiger und fairer gestalten wollen. Und ja, also gerade in der Corona-Zeit sind wir gestartet, und ja, das Feedback ist ja bisher sehr positiv. Gerade auf KandidatInnenseite kommt es sehr, sehr gut an. Und wir haben die ersten Kunden gewonnen. Und ja, wir sind gerade im IT-Sektor einfach sehr, sehr stark aktuell durch meinen Background und weil dort einfach dauerhaft Bedarf besteht. Und ja, wir haben eine Zielkundenliste von 400 Unternehmen aufgesetzt, die ähnlich ticken wie wir, denen Nachhaltigkeit auch wichtig ist. Und wir versuchen natürlich auch entsprechend einfach in die Zielgruppe hineinzugehen. Das hört sich sehr spannend an. Also gerade im IT-Sektor, ich meine, klar, die Pandemie hat ja auch ein bisschen, das haben Krisen ja so an sich, die Spreu vom Weizen getrennt, oder zumindest auch in dem Bereich, kann ich mir gut vorstellen. Und sodass da jetzt auch die Werte nochmal klarer rauskommen, auf die Basis man die Zukunft dann auch stellen will, zumindest auch im IT-Sektor. Ich meine, Digitalisierung geht ja jetzt auch voran, hat ja auch einen richtigen Schub bekommen. Ne? Kannst du vielleicht mal an so ein Beispiel
Beispiel sagen, wie bei euch das abläuft, wie das sozusagen oder welche Eckpunkte genau anders sind als in der in Anführungszeichen normalen Standard-Personalberatung? Also wir haben einfach einen festen Prozess aufgesetzt, wie wir rekrutieren. Also wir sehen das Recruiting als Handwerk. Das heißt, wir lernen erstmal wirklich intensiv das Unternehmen kennen, sprechen mit dem Team, mit den Kollegen, um einfach herauszufinden, wie der oder diejenige ticken muss, die in das Unternehmen passt. Im Moment natürlich aktuell per Video, sonst auch gerne vor Ort. Und das ist einfach die wichtigsten Schritte sind einfach, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns intensiv mit der Firma, mit dem Unternehmen, mit dem Produkt beschäftigen, um einfach da auch einen guten Fit am Ende hinzukriegen. Und nachdem wir wissen, was genau gesucht wird, ja, gehen wir auf die Suche, sprechen die passenden KandidatInnen an und vereinbaren die ersten Interviews. Und was ist genau anders, dass ihr konkreter sozusagen das Gesamtbild, sowohl das Team, in das dann die KandidatIn dann reinkommt, als auch die Person selber, die ihr aussucht, dass ihr die nochmal konkreter nicht nur nach beruflichen Skills oder nach Lebenslauf beurteilt, sondern mal weitergehend? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, der Hauptunterschied ist zu klassischen Personalberatungen, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, die KandidatInnen wirklich kennenzulernen und da einfach die extra Meile gehen, um einfach sicherzustellen, dass der oder diejenige auch wirklich in das Unternehmen passt, mit dem wir zusammenarbeiten. Das heißt einfach, dass wir wirklich uns intensiv mit der Person beschäftigen, um zu wissen, für welche Werte steht der oder diejenige ein, wie tickt er, um dann auch einfach ein gutes Unternehmen zu finden. Also die Unternehmenskultur, wie tickt ein Unternehmen und wie tickt der oder die Betreffende, das muss sozusagen zusammenpassen. Da nehmt ihr euch auch die Zeit, das genau anzugucken, habe ich, ne? Ja. Richtig, das ist der Hauptunterschied, dass wir uns wirklich mit dem Team zusammensetzen, das Unternehmen durchleuchten und kennenlernen, um einfach zu verstehen, wie ist die Unternehmenskultur, wie tickt das Unternehmen, um dann auch wirklich das passende Match zu finden. Ja, und ihr habt ja eure faire, nachhaltige Personalberatung und Work with Assholes genannt. Wie kommt ihr auf so einen Namen, der ja durchaus ein bisschen provokant ist? Ne? Aber wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Ja, Arschlöcher gibt es leider in vielen Branchen und speziell jetzt in unserer. Ja. Und das sind einfach drei Punkte. Es gibt einfach erstmal die Branche, und dann gibt es die Unternehmen und natürlich auch die Kandidaten, mit denen wir im Zweifel nicht arbeiten wollen. Und ich habe jetzt, mein Ziel ist einfach, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem ich nicht mit einem Arschloch zusammenarbeiten muss. Und das wünsche ich mir natürlich auch für diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten. Obwohl es eher nicht so einfach ist, das zu erkennen. Ne? Da hat ja auch jeder so seine Erfahrungen schon, dass man erst zwar vielleicht ein komisches Bauchgefühl hat bei jemandem, aber erst so nach und nach die Wahrheit ans Licht kommt. Ne? Und die Kunst bei euch ist ja, das vorher zu erahnen. Ne? Richtig, richtig. Und das machen wir einfach, indem wir uns wirklich viel Zeit nehmen im Gespräch mit dem Unternehmen als auch im Gespräch mit den passenden KandidatInnen. Und macht ihr auch so ein bisschen Kreuzfeuer oder Kreuzverhör, dass man sozusagen da, ja, es gibt ja so ein paar Tools, ne, wo man so ein bisschen den oder die Betreffende ja so aus der Reserve locken kann, um Dinge klarer herauszufiltrieren? Ja, da kann ich dir jetzt wirklich akut kein richtiges Beispiel nennen. Wir setzen uns wirklich hin und unterhalten uns ganz offen, wie was ist dem Kandidaten wichtig, für welche Werte steht er ein und natürlich auf der Unternehmensseite auch. Ja, meistens wird danach ja auch nicht wirklich so direkt gefragt, ne, sondern eher der Lebenslauf durchgegangen, die fachlichen Qualifikationen und eben die anderen, auch nicht ganz so unwesentlichen
Faktoren. Und merkt ihr schon, dass ihr da Anklang findet? Also ich kenne ja hier in Berlin einige Startups, die eben dieses New Work auch auf sich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie eben anders im Team arbeiten wollen, dass sie sozusagen auch neue Arbeitsmethoden da integrieren und auch offener so die Mitarbeiterinnen und Chefs sozusagen anders miteinander kommunizieren, die teilweise auch Coaches haben, die dann sozusagen die Teambildung weiter vorantreiben. In dem Sektor meint ihr, dass ihr da in die Richtung auch sozusagen sich das Ganze entwickeln wird, ja? Wenn ihr das so beobachtet, auch im IT-Sektor beispielsweise? Ja, also dadurch, dass wir jetzt in der Corona-Zeit gestartet sind, arbeiten wir aktuell remote first. Mhm. Das heißt, wir arbeiten komplett von zu Hause aktuell, einfach geschuldet den Gegebenheiten. Mhm. Und sind damit sehr happy, einfach, dass wir so arbeiten können, sehr frei. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich einfach wirklich da eng abstimmt, immer im Austausch bleibt. Und wir implementieren das natürlich auch dann gerne bei unseren Kunden. Das heißt, wir begleiten sie dann auch nach der Platzierung. Und wenn da entsprechend Bedarf besteht, vermitteln wir auch die passenden Coaches, die dann gerade so Themen New Work, Remote Leadership und Ähnliches dann im Unternehmen dann implementieren. Ja, hört sich spannend an, weil das hat ja nun auch die Zeiten, in denen wir gerade leben dürfen, bewirkt, dass in die Richtung ja wirklich so ein Drive entstanden ist, ne, durch dieses ganze Remote und auch neue Fähigkeiten oder Neudeutsch Skills gefordert sind, auch von Führungskräften, ne, weil sie sozusagen jetzt an langer Hand führen dürfen und das natürlich auch nochmal andere Schwerpunkte hat und auch eine andere Kommunikationsform im Zweifel beinhaltet. Ne? Ja. Ja, absolut. Gerade in unseren Zeiten ist es wichtig, dass man sich eng austauscht mit den Kollegen, Kolleginnen, mit denen man arbeitet, um da einfach niemanden zu verlieren. Und aber wir sind sehr glücklich im Homeoffice. Mhm. Und dadurch, dass wir uns einfach ständig in Kontakt sind, egal jetzt über Video als auch über Chat, stellen wir das sicher. Ja, ich glaube, es ist einfach ein Learning, wann andere Formen zu finden, die eben den Flurfunk, sage ich jetzt mal, auch ersetzen können. Ne? Also es ist, sagen ja viele, dass sie das vermissen, dass sie in der Kaffeeküche oder wo immer sich nicht mehr begegnen. Und da wurden im Zweifel auch die wichtigen Gespräche geführt. Ne? Und dass man jetzt neu lernen darf, wie man das anders hinbekommt. Und ich merke aber auch in meinem Umfeld, dass sich das immer mehr etabliert und neue Formen, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat, dann kreiert, die auch gut funktionieren, ne? Wo man auch diese Simultangespräche, die ja total wichtig sind, neben den offiziellen, dann auch führen kann. Mhm. Sehr spannend. Ja. Ja. Ich wollte auch noch fragen, wo ihr denn hin wollt. Was ist denn so eure Vision, wenn ihr an eure, ihr habt jetzt ganz frisch gegründet, klar, aber ihr werdet ja eine Zielsetzung gehabt haben oder das, wo ihr hin wollt. Ja, ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Also mein Ziel ist, dass wir gemeinsam ein Umfeld schaffen, in dem wir nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten müssen. Mhm. Und unsere Vision ist einfach, dass wir KandidatInnen helfen, ja, ein passendes Umfeld zu finden. Einfach fair, nachhaltig und transparent. Mhm. Das hört sich echt spannend an. Ihr seid da mit Sicherheit auch Vorreiter oder gibt es schon Konkurrenz? Ja, also der Markt ist sehr, sehr groß in unserem Bereich. Mhm. Aber gerade durch unseren Slogan und unser Image versuchen wir uns ein bisschen abzuheben. Und gerade auf KandidatInnen-Seite funktioniert das sehr, sehr gut. Mhm. Also ich bekomme jeden Tag Feedback, ihr seid wirklich anders als die klassischen PersonalberaterInnen, die vielleicht so ein bisschen den Stock im Rücken haben. Mhm. Und das öffnet uns einfach wirklich viele Türen, die anderen verschlossen bleibt. Also viele gehen mit uns ins Gespräch, sind da offen, weil wir einfach anders ticken, weil wir einfach fair und transparent sind. Also es freut mich total, weil logischerweise das ganze Thema Nachhaltigkeit mir auch sehr am Herzen liegt, dass also sozusagen in allen Branchen sich jetzt diese Themen
ja, durchsetzen und dass eben Nachhaltigkeit nicht nur Umwelt, Klima ist, sondern dass es eben auch darum geht, wie wir Menschen miteinander umgehen und dass wir vor allen Dingen auch im Arbeitsumfeld ein Klima haben, das eben nicht krank macht, das kein Burnout produziert, ne, sondern wirklich, wo auch eine Sinnhaftigkeit der Arbeit da ist, die Werte übereinstimmen und wirklich, ja, man gerne und damit natürlich auch viel produktiver, logischerweise, und kreativer zusammenarbeiten kann. Ja, absolut. Also ich finde, dass die Nachhaltigkeit immer bei einem selbst anfangen sollte. Heißt zum Beispiel, dass wir auf Firmenwagen verzichten, dass wir mit der Bahn fahren, wenn es drauf ankommt. Mhm. Oder ganz profan, dass unsere Webseite einfach aktuell keine Cookies speichert und möglichst wenig Daten verbraucht. Mhm. Dadurch reduzieren wir den CO2-Verbrauch. Und das sind einfach kleine Schritte, die jedes Unternehmen gehen kann und so auch in der Masse natürlich dann auch einen größeren Impact hat. Auf jeden Fall. Also das summiert sich ja natürlich logischerweise. Ja. Und wichtig ist halt so eine Vorbildfunktion, damit man einfach sieht, es geht und es geht auch richtig gut, weil es eben honoriert wird von denjenigen, die den ähnlichen Weg gehen wollen und auch gesehen haben, dass das die Zukunft ist, ne? Ja. Mhm. Ja, weil ich habe jetzt gerade, vor ein paar Tagen kam ja der neue Global Risk Report von den Davos-Managern sozusagen raus. Davos gibt den ja immer in Auftrag und man sieht eindeutig, dass die höchsten Risk-Faktoren ökologische sind. Also die sind alle sehr grün und nicht das, was man, also Pandemie, klar, logisch, das ist natürlich mit erfasst, aber alle anderen sind sehr grün und insofern geht es eben wirklich darum, jetzt da Veränderungen zu anzugehen, anzustoßen und wirklich da auch zu zeigen, dass es geht und dass es anders geht und dass es da sogar besser geht. Richtig, genau. Es sind kleine Schritte, die jeder gehen kann, die dann in der Masse einen großen Unterschied machen. Ja. Ja, ich glaube, dass das jetzt viele animiert hat. Ich werde natürlich die Website von DWWA, wie sie abgekürzt heißen, der fairen, nachhaltigen Personalberatung, Don't Work with Arschholz, unten in den Shownotes verlinken. Und ihr könnt ihr Daniel erreichen und euch weiter informieren. Und natürlich, je nachdem, wenn ihr einen Job sucht, der eben in einem entsprechenden Umfeld angesiedelt ist, sich euch gerne an ihn wenden. Ja, Herr Daniel, ganz herzlichen Dank, dass du uns den Einblick gegeben hast, weil so viele kenne ich ehrlich gesagt noch nicht, die diesen Ansatz im Personalberatungsbereich durchziehen, und es hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, ne, und auch nach Corona-Zeiten, dass sich das alles wunderbar etabliert und Schule macht im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, und vernetzt euch gerne mit mir auf LinkedIn oder besucht unsere Webseite. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank und dann bis auf ganz bald, Daniel. Ich sage tschüss. Vielen Dank, Maria. Tschüss. Gerne. Ciao. Schön, dass du dabei warst bei meinem Podcast Magic Brain Kicks, dem Podcast für deine Gehirnpower mit vielen innovativen, kreativen Ideen für ein neues Zusammenleben, ein neues Vernetzen in dieser besonderen, herausfordernden Zeit. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, teilst, ein Like hinterlässt oder einen Kommentar. Ein Feedback kannst du mir auch gern auf LinkedIn oder Instagram unter den Post zu diesem Podcast schreiben. Weitere Informationen zu meiner Arbeit findest du auf meiner Website www.drmariahoffacker.com. Ich freue mich, wenn du dich für weitere Themen interessierst. Und sage für heute tschüss, kick your brain, alles Gute für euch und bis auf ganz bald.